Ja, nach einem Eisregentag gestern, heute ein wunderschöner Schnee- und Schneitag am 18. Januar 2024. Schnee bis in die Niederungen nach Büdingen. Ein bisschen Schneeräumdienst hier und gleich ziehen wir in den Westerwald. So, mal gucken, ob es eingefroren ist. Nee, alles wunderbar. Geht auf wie Sahne. Doch, geht auf. Alles Paletti. Ja, es ist jetzt so, dass ich jetzt in den Westerwald fahre, dort ist es noch ein bisschen winterlicher wie hier. Da liegt so an die 40 cm Schnee. Und dort ist es auch zwingend notwendig, unser Outdoor-Camp, den Wohnwagen, von Schnee und Eis zu befreien, bevor das Überdach kracht. Wir befinden uns bei unserem Wohnwagen, maximal zugeschneit, auch maximal zugeschoben hier. Derjenige, der hier die Wege freigeschoben hat, hat uns den Schnee vor den Eingang geschoben. Das ist ziemlich fett.
sagen, dass so viel Schnee liegt wie in Büdingen. So viel Schnee wie aktuell hatten wir in diesem Winter noch nicht, im letzten Winter auch ein, zwei Mal. Taut dann immer wieder schnell weg, aber das ist jetzt hier eine mega affengeile, coole Winterlandschaft, wo wir uns aufhalten, keinen Urlaub machen, sondern wir müssen uns bemühen, hier jetzt alles irgendwie, was gefährdet ist durch Schnee und Eisbruch, vom Schnee und Eis zu befreien. Thank you.
echt hoch. Ja, das Wichtigste ist mir gerade gelungen, nämlich einen neuen Abgaskamin aufs Dach anzubringen. Der alte Abgastermin war verfault, verrottet, abgebrochen. Und dieser Kamin ist der Abgaskamin der Duma Gasheizung. Und mit dieser Gasheizung steht und fällt das Wintercamping. Und das habe ich aber jetzt hingekriegt. Und jetzt muss ich gucken, dass die Heizung startet. Ich glaube, ins Rohr ist etwas Schnee reingekommen. Das könnte sein, dass dann kein Sauerstoff drin ist. Ich hoffe, es gelingt jetzt. Der Schnee ist echt schön.
Musik.